Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der besten Gadgets. Heute mit den besten Gadgets für den Alltag. Und da warten genau 6 Geräte auf dich. Von daher würde ich sagen, fackeln wir gar nicht lange und starten direkt auf geht's. Das erste Gadget für heute ist die Timebox, und der ein oder andere von euch kennt dieses Gerät vielleicht schon, denn ich habe den Vorgänger, die Aura-Box, bereits auf meinem Kanal vorgestellt, und jetzt gibt es halt, wie gesagt, einen Nachfolger, der natürlich ein paar Verbesserungen mit sich bringt. Zum Beispiel haben wir hier vorne mehr Pixel in der Anzeige und somit können halt hier viel mehr Sachen drauf gezeigt werden, und das Display ist auch mit mehr Farben ausgestattet. Vorher waren es 8 und jetzt sind es halt ein Vielfaches davon, und somit hat man hier viel mehr Freiraum, was man denn hier auf dem Display so Schönes machen möchte. Außerdem gibt es auf der Rückseite noch einen Bluetooth-Lautsprecher integriert. Das finde ich alles in allem eine ziemlich smarte Kombination, denn somit können wir einfach mit der integrierten App, die es halt für Android oder iOS gibt, uns mit diesem Gerät verbinden und dann hier vorne zum Beispiel Animationen erstellen, die wir hier gerne anzeigen wollen. Aber wir können auch nicht nur selber Animationen erstellen, es gibt da auch schon viele vorinstallierte, die man dann einfach auswählen kann. Und wir können halt auch gleichzeitig dann den Bluetooth-Lautsprecher nutzen und dann das Ganze halt auch noch mit unserem Smartphone benutzen, zum Beispiel welche Musik oder irgendwelche Videos darüber abspielen lassen, was ziemlich praktisch ist. Außerdem gibt es noch ein neues Feature, und zwar kann man jetzt hierüber auch Radio hören. Das heißt, das Gerät ist eigentlich ideal, um sich das irgendwie schick neben den Fernseher zu stellen oder irgendwo in der Wohnung halt zu platzieren und jeden Tag halt zu benutzen, vielleicht auch als Uhr oder halt irgendwie, um ein paar coole Animationen einfach nur drauf anzuzeigen und halt seine Musik darüber zu hören. Finde ich wirklich sehr, sehr kompakt und ziemlich smart. Von daher würde ich sagen, check das Ganze gerne mal selber aus. Das nächste Gadget ist ebenfalls ziemlich smart, denn es trägt das Smarte bereits im Namen. Und zwar handelt es sich hierbei um die Smart Turtle. Und das ist eine Handy- oder Tablet-Halterung, wo wir hinten so ein Kissen eingebaut haben. Das fällt hier ziemlich schnell auf. Und mit diesem Kissen können wir die Halterung halt platzieren, wie wir wollen. In jedem möglichen Winkel kann man das Ganze hier schön einfach hinsetzen. Und dadurch, dass wir halt das Kissen haben, steht das Ganze halt ziemlich stabil. Außerdem können wir es natürlich auch hochkant hinstellen. Also hier ist wirklich alles möglich, je nachdem, wie wir das gerade benutzen wollen. Und das Besondere hieran ist die Oberfläche hier vorne, denn hieran bleibt das Handy einfach kleben. Hier zum Beispiel mit dem Note 7, was ja ein ziemlich großes und schweres Gerät ist. Das kleben wir hier einfach dran, drücken ein bisschen und schon hält das Ganze wirklich sehr, sehr gut. Man kann das sozusagen sogar so ausreizen, das fällt nicht mal runter. Also es ist wirklich enorm, wie das hier hält. Und somit kann man das Ganze einfach super irgendwo hinstellen. Zum Beispiel einmal entweder hochkant oder, wie gesagt, man kann es auch horizontal einfach hinstellen. Und somit hat man halt einen perfekten Begleiter für alle möglichen Situationen, wo man sein Handy halt irgendwie hinstellen will oder irgendwie keine Hand frei hat. Auf jeden Fall ziemlich cool. Und ich denke mal, da könnt ihr selber auch noch viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten finden, wo man halt die Smart Turtle auf jeden Fall gut einsetzen kann. Ein sehr, sehr spannendes Gerät, von daher würde ich sagen, hier gibt es auf jeden Fall eine dicke Empfehlung. Für alle Power-User da draußen habe ich jetzt das perfekte Gadget am Start, und zwar ist das dieser externe Akku von EasyEgg, und dieser kommt einfach mit einer riesigen Kapazität von 26.000 mAh daher, und 26.000 mAh sind halt schon wirklich eine Hausnummer. Damit kann man sein Smartphone wahrscheinlich etwa ein Dutzend Mal aufladen. Somit ist das Gerät perfekt für längere Trips. Wenn man zum Beispiel mal einen 7-Tage-Trip macht, kommt man da auf jeden Fall super mit diesem Gerät über die Runden. Außerdem hat es auch noch 4 USB-Anschlüsse und somit können bis zu 4 Geräte hiermit geladen werden, und daher kann man das Ganze halt auch gut nutzen, wenn man zum Beispiel mit mehreren Leuten unterwegs sind und diese alle auf die gleiche Stromquelle zugreifen wollen. Außerdem haben wir hier noch eine kleine Taschenlampe mit eingebaut, was halt auch nochmal ein kleines nettes Gimmick ist, und wir haben hier noch eine Anzeige für den Akkustand. Ziemlich praktisch das Gerät, von daher würde ich sagen, checkt das Ganze gerne mal selber aus. Ich habe hier auch noch einen kleinen Gutscheincode für euch am Start. Wenn ihr 10% sparen wollt, dann schaut mal in der Videobeschreibung vorbei, dort findet ihr den Code. In meinem Auto habe ich in letzter Zeit so die eine oder andere Sache geändert. Beispielsweise hatte ich an der Windschutzscheibe immer so eine große, klobige Handyhalterung hängen, wo ich halt mein Smartphone reingetan habe, um beispielsweise das Navi zu benutzen. Aber mit der Zeit hat das Ganze halt ziemlich gestört, weil es so groß war und halt immer so mitten im Sichtfeld hing. Von daher habe ich da nach einer besseren Lösung gesucht und habe hierbei diese Halterung gefunden. Die ist halt extrem kompakt und man kann die einfach in diese Windschlitze von der Klimaanlage stecken. Somit sind die halt auch noch auf Augenhöhe, aber nicht in der Scheibe, und stört
hören somit nicht, was ziemlich praktisch ist. Außerdem kann man das Ganze halt wirklich sehr, sehr einfach benutzen, sein Handy einfach reinstellen und dann bei Bedarf noch drehen, ob man das Ganze jetzt nun hochkant oder horizontal benutzen möchte. Auch sehr, sehr preiswert das Ganze, von daher würde ich sagen, check das Ganze mal ab. Aber ich habe bei meinem Auto noch ein paar andere Sachen verändert. Und zwar hatte ich ja auch immer so einen USB-Charger in der Mitte, wo ich halt ein paar Geräte mit aufladen konnte. Und hier habe ich das Ganze auch noch angepasst, denn ich habe jetzt hier noch einen Kfz-Adapter gefunden, wo man halt auch noch oben halt trotzdem noch so einen Zigarettenanzünder hat. Das heißt, man muss gar nicht auf diesen Anschluss verzichten, sondern man hat einmal die USB-Anschlüsse und kann halt trotzdem noch den Zigarettenanzünder benutzen, was ich ziemlich praktisch finde, denn so muss man auf keines der beiden Sachen verzichten. Von daher zwei wirklich coole Gadgets für dein Auto. Check das Ganze gerne mal ab. Du findest die Links in der Videobeschreibung. Das nächste Gadget ist ebenfalls sehr klein und kompakt und zwar handelt es sich hierbei um diesen Bluetooth-Lautsprecher von Anker und wie klein der ist, merkt man erst, wenn man den mal neben seine Hand hält. Das ist wirklich extrem, wie kompakt der geworden ist und es bringt halt den Vorteil mit sich, dass man diesen Lautsprecher einfach in die Hosentasche stecken kann und somit ist das Gerät halt ideal für unterwegs, denn bei anderen Lautsprechern hat es mich immer genervt, dass sie halt so groß waren und somit hatte man immer die Hand voll oder musste halt einen Rucksack mitnehmen und dieses Problem ist mit dem Lautsprecher auf jeden Fall passé, denn diesen kann man halt einfach in der Hosentasche mitnehmen, finde ich ziemlich genial. Aber ich war natürlich auch am Anfang skeptisch. Kann so ein kleiner Lautsprecher überhaupt einen guten Klang liefern? Und ja, das kann er. Hat mich wirklich sehr, sehr gewundert. Aber der Sound ist halt wirklich gut und er kann auf jeden Fall auch die Konkurrenz aufnehmen mit etwas größeren Lautsprechern. Finde ich auf jeden Fall cool. Der einzige kleine Nachteil ist der Bass. Da kann man sich jetzt keine Wunder erhoffen, denn dieser Lautsprecher ist sehr klein und hat somit auch keinen großen Klangkörper, wo halt großartig ein Bass erzeugt werden kann. Und außerdem ist dieser Lautsprecher halt auch noch extrem edel gemacht worden. Also das hat mich auch sehr gewundert, dass es einfach alles aus Metall gebaut wurde und es fühlt sich einfach super in der Hand an. Also man möchte da die ganze Zeit irgendwie mit rumspielen, weil sich das Ganze einfach sehr gut anfühlt. Finde ich alles in allem wirklich ein sehr, sehr cooles Gerät, sehr kompakt und super für unterwegs. Wenn da aber jetzt nicht genügend Gadgets für dich am Start waren, kann ich dir noch die letzte Ausgabe der besten Gadgets für unterwegs ans Herz legen. Da waren wirklich ein paar spannende Geräte dabei, von daher würde ich sagen, check das Ganze gerne mal ab. Du findest den Link dafür in der Videobeschreibung oder natürlich auch oben in den Infokarten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß und tschüss!